Annahmen sind gefährlich, besonders wenn sie auf dem Gebiet der Religion gemacht werden. Wenn ein theologischer Glaube auf einer falschen Annahme beruht, wird die Ausübung der Religion fehlerhaft sein. Die gebräuchlichsten Annahmen in der Christenheit besagen, dass der Samstag der biblische Sabbat sei und dass der Sonntag der Tag sei, an dem Christus von den Toten auferstand. Diese Glaubensüberzeugungen gründen sich auf einer weiteren Annahme, dass die moderne Woche einen kontinuierlichen Wochenzyklus habe, der seit der Schöpfung nie unterbrochen wurde. Die Eigenschaften des julianischen Kalenders beweisen jedoch, dass diese Annahmen falsch sind. Der julianische Kalender wurde 45 vor Christus etabliert. Wie der Kalender der Römischen Republik davor, hatte er ursprünglich eine 8-Tage-Woche. Die Wochentage des Kalenders der Römischen Republik und des früheren julianischen Kalenders wurden durch Buchstaben von A bis H bezeichnet. Alle früheren julianischen Kalender waren von 63 vor Christus bis 37 nach Christus noch in Gebrauch. Diese Steinfragmente lassen eindeutig eine 8-Tage-Woche erkennen. Als das Römische Reich expandierte, kam es in Berührung mit dem Mithraismus, der sich als religiöser Kult in Rom bald allgemeiner Beliebtheit erfreute. Der Mithraskult brachte Rom eine Woche mit 7 Tagen, die nach Planetengöttern benannt wurden. Der Sonntag kann nicht der Tag gewesen sein, an dem Christus von den Toten auferstand, da die julianische 8-Tage-Woche zur Zeit Christi keinen Sonntag enthielt. Zudem kann der Samstag nicht der echte Sabbat der Bibel sein, da ursprünglich der Saturnstag den ersten Tag der planetarischen Woche bildete. Die Bäder des Titus in Rom wurden 79 bis 81 nach Christus erbaut. Hier wurde ein Kalenderfragment gefunden, das Saturn, den Gott der Ernte, als den Gott des ersten Tages der Woche zeigt. Dies Solis, oder der Tag der Sonne, ist als der zweite Tag der Woche zu sehen. Luna, die Mondgöttin, die eine Mondsichel als Diadem trägt, gibt dem dritten Tag der Woche ihren Namen. Die Woche endet mit dem Venustag, dem Dies Veneris, von dem der heutige Freitag abstammt. Dieser war der 7. Tag der Woche. Die götzendienerische Planetenwoche und der julianische Kalender, der sie übernahm, sind irreparabel heidnisch. Historische Fakten enthüllen, dass weder der biblische Sabbat noch der biblische erste Wochentag im modernen Kalender gefunden werden können. Wenn es wichtig ist, an einem bestimmten Tag Gottesdienst zu halten, dann ist es ebenso wichtig, den korrekten biblischen Kalender zu benutzen, um diesen Tag zu bestimmen. Der sich an Mond und Sonne orientierende Kalender der Schöpfung bildet das einzige Mittel, sowohl den echten biblischen Sabbat als auch den korrekten Tag der Auferstehung Christi zu ermitteln. Den Israeliten zur Zeit Christi standen 2 Kalender zur Verfügung: der julianische Sonnenkalender mit seiner 8-Tage-Woche und der hebräische Mond-Sonnenkalender mit einer 7-Tage-Woche und einem Wochenzyklus, der mit jedem Neumond wieder von Neuem begann. Was denkst du, welchen Kalender die Israeliten und Christus benutzten?